Stefan Jegielka. Elisabeth, bitte. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich komme aus Tempelhof-Schöneberg. Das war jetzt noch mal eine sehr starke Rede von Niklas Schenker, die ich auch sehr begrüße und das auch sehr unterstütze. Auch was er zuletzt gesagt hat, wir müssen auch weitere Forderungen stellen, was die Vergesellschaftung betrifft, zum Beispiel der Daseinsfürsorge. Ich denke, da gäbe es noch viel zu tun. Und jetzt in der Opposition haben wir alle mal Zeit, uns wirklich noch mal gute Kampagnen einfallen zu lassen. Aber zunächst möchte ich sagen, dass wir uns als Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg auch freuen, dass drei unserer Änderungsanträge ohne Abstriche übernommen wurden und eine moderate, mit der wir einverstanden sind, und ein Vorschlag jedoch, den wir aber nicht so übernehmen wollen, aber dazu später. Jetzt zum Leitantrag. Es wurden ja gute Reden gehalten und auch kämpferische Reden, und auch gerade, was Katina Schubert gesagt hat, das fand ich sehr kämpferisch, auch wenn ich nicht mit allen Facetten jetzt einverstanden war, aber insgesamt sowas Kämpferisches habe ich zum Teil auch im Leitantrag leider vermisst. Also klare Worte haben wir da gefehlt zur Analyse, warum wir Wählerstimmen verloren haben und wie wir weitermachen wollen und wie wir wieder Mitglieder auch gewinnen können. Stattdessen eine Beschreibung, ja, wir hätten weitermachen können in der Politik, aber es hat nicht gereicht, und in einigen Bezirken sind wir als aber es hat nicht gereicht. In einigen Bezirken sind wir eben auch deutlich geschwächt, und das müssen wir auf jeden Fall wieder aufholen. Sicherlich haben wir in der Koalition mit Grüne und SPD vieles angestoßen, und für Berlin wäre die Fortführung der Koalition auch weiterhin natürlich notwendig und erforderlich, auch wenn man die vielen Sachen, die schon aufgezählt wurden, nicht immer gleich bei der Bevölkerung so ankommen, wie es eigentlich notwendig wäre. Das heißt also, vieles wird eben nicht von der Bevölkerung so wahrgenommen. Daran müssen wir eben noch arbeiten, damit das besser auch ankommt und kommuniziert wird. Wir müssen auch stärker an unserem Profil arbeiten und dürfen eben auch keinesfalls in den Verdacht geraten, dass wir zu nachgiebig sein oder uns zu sehr an Grüne oder SPD anpassen. Also diese Vorwürfe oder solche Reden habe ich zum Teil auch schon gehört an Infoständen, deswegen sage ich es hier auch nochmal. Also solche Sachen hätten auch nochmal deutlicher im Leitantrag stehen müssen, dass wir uns wirklich konsequent abgrenzen von anderen, von Grüne und SPD. Für uns ist wichtig, drei Punkte, das kommt auch zum Teil in Reden vor, in Anträgen vor: Frieden, Soziales und die Klimapolitik. Und da müssen wir wirklich auch, das müssen wir auch wirklich stärker thematisieren in den nächsten Jahren. Und auch das hätte im Leitantrag angemessener berücksichtigt werden müssen. Zum Thema Frieden, da haben wir ja eigentlich unser Parteiprogramm, und das gibt ja letztendlich her, woran was wir beschlossen haben als Partei, und das sollte eigentlich auch für alle Genossinnen und Genossen gelten. Was ich schade finde, dass die Berliner Landesverband nicht aufgerufen hat zum Ostermarsch oder auch aufgerufen hat zu den Forderungen Waffenstillstand, Verhandlungen und Verbot von Waffenlieferungen in die Ukraine. Das ist, hat vielen gefehlt, und auch in der Friedensbewegung wurde das kritisiert. Das habe ich leider nicht vernommen. Das hätte ich eigentlich selbstverständlich erwartet, weil das ja die Friedenspolitik ein wichtiger Punkt ist, und auch deine Redezeit als Berliner Verband hätten wir das machen müssen. Ja, noch ganz kurz, das Soziale muss wieder Priorität Nummer eins haben. Schluss zu kommen. Wir haben Gutes geleistet in der Flüchtlingspolitik, aber jetzt müssen wir weitermachen, auch insbesondere das soziale Problem ist die Mietenpolitik. Und Elisabeth, eine Zeit ist nach Niklas Schenker habe ich Hoffnung, dass wir da wieder schlagkräftiger werden. Vielen Dank.